Hallo meine Lieben! Hallo! Ich will nicht. Ja, ich aber schon. Ich will dieses Video nicht drehen. Also auf jeden Fall für alle, die jetzt gerade gar nicht wissen, was los ist und warum ich so unmotiviert in dieses Video starte, liegt daran, dass ich in meinem letzten Video die eklige Trink-Challenge verloren habe und unser mega bescheuerter Kackeinsatz war, dass der Verlierer in einem Outfit des Gewinners, was er sich aussucht, in die Stadt gehen muss. Das heißt, ich darf ihr jetzt, egal was ich hier in diesem Raum finden werde, anziehen. Ja komm, übertreib nicht. Ja, ja doch. Und du musst so in die Stadt gehen. Ich bin schon, und wir werden natürlich mitfilmen, ja? Die Leute da draußen reagieren werden, wenn die dann gleich sowas sehen, was jetzt noch normal aussieht, aber gleich nicht. Wenn die sowas, also das ist okay. Ja schon schlimm. Ich würde gerne anfangen, dir was anzuziehen, ja? Ich kenne den Julian, der ist so maßlos übertreiben. Ich weiß noch nicht, was ich hier anziehen werde. Ich habe hier einen Kleiderschrank vor mir, danach habe ich noch, und dann lieber noch einen. Und dann beginnen wir erst mal. Denk dran, du musst mit in die Stadt. Warte, pass auf. Wir nehmen erstmal freundlichkeitshalber so eine Cappy. Ah, warte, ich brauche eine andere Cappy. Wir nehmen die Cappy. Mach, gib mir mal deine Haare. Oh nein! Lass so ein paar hängen, dann sieht es noch gestörter aus. So, dann machen wir die hier durch. Nein, nicht durchs Loch. Durchs Loch. Nee, vorne! Eigentlich bescheuert. Da oben drauf ziehen wir erstmal nochmal. Nein, was machst du denn da? Woher hast du die überhaupt? Hör, jetzt verdeckt das hier dein Pony. Nein. Das muss weiter rausgucken. Leute, ich bin gerade voll in meinem Element. Stellt euch mal vor, so muss die einfach gleich rausgehen. Ich wickel das jetzt einfach mit den anderen Haaren. Wie das aussieht. Da besitze ich doch noch so eine rote Jacke. Einmal da rein, bitte. Bitte einmal in die rote Jacke rein. Also bis jetzt geht's eigentlich noch. Ich sehe aus wie so ein Möchtegern-Hip-Hop-Vibe. Ja, ja, noch. Du ziehst mir aber jetzt nicht 20 Jacken übereinander, oder? Mir ist nämlich schon der Pulli alleine sehr heiß gewesen. Ist das so, ja? Warte, die ziehen wir andersrum an. Dass du den Pelz hier so hast. Warte, aber so, dass man das Rot noch ein bisschen sieht. Hey, nicht deine Arme da rein! Wie? Und die Arme da raus! Ich soll die Jacke anziehen. Nein, das ist nur so eine Tasche, die ich dir jetzt nach vorne gebe. Eine Tasche? Ich gehe so nicht vor die Tür. Übertreib doch nicht, Mann. Der pinke Bademantel. Die Leute werden das lieben. Morgen ist das Trend. Ein Bikini noch. Willst du mich verarschen? Glaub mir, der ist noch lange nicht fertig. Ich kenne den. Nee, komm. Du kannst mir kein... Warte, ich will nicht über deine Haare. Mach mal die Haare hoch. Ernsthaft? Du wickelst mir ein Leuchtbären. Mach die Haare nochmal hoch. Au! Ja, dann sind sie selber schuld. Ich gehe so noch nicht mal durch den Hausflur hier an. Ach ja, du musst da selbst auch noch dahin fahren. Nee, scheiß, du fährst. Ich fahr nicht. Was? Ich fahr doch nicht so. Stell dir mal vor, da kommt eine Polizeikontrolle und ich sehe einfach so aus. Komm, es reicht jetzt irgendwann nochmal. Das ist doch schon mal ein Anfang, oder? Ein Anfang? Kind, ich finde, da fehlt noch ein Schal. Der Bär muss natürlich auch den Schal haben. Oh, nee. Es wird der peinlichste Tag in meinem ganzen Leben. Stell dir mal vor, ich erkenne so Leute auch noch und wollen Fotos mit dir machen. Nee, nein! Als ob mich so irgendjemand auf dieser Welt erkennen würde. Mein Launepegel steigt gerade von minus 100 auf minus 1000. Ich habe pinke Gummistiefel gefunden. Die werde ich dir natürlich jetzt überstülpen. Oh, Bianca, das ist mir aber jetzt schon peinlich, mit dir zusammen da rumzugehen. Was? Ich hab das an! Okay, ich würde sagen, so kann es losgehen, oder? Ganz kurze Änderung. Bibi hat davon noch ein Schaf reinbekommen und ich würde sagen, jetzt sind wir fertig, oder? Wie fühlst du dich? Voll gut. Ich habe der Bibi gerade eine schicke Bikinihose noch angezogen, aber jetzt geht's wirklich los, stimmt's? Wirklich? Wirklich. Freust du dich? Ja, wir sind angekommen. Toll. Stich den weiter. Freust du dich? Nein. Jetzt muss ich mit fremden Leuten an den Aufzug. Das wird ich lustig. Ich gehe da nicht rein.
okay, Bibi. Ist es jetzt endlich vorbei? Erlöst du mich jetzt? Ist... Ey, plötzlich kam ja so ein kleines Fan-Treffen. Geh weg von mir, ne? Du bist mir peinlich. Und ich habe einfach nur noch gesehen, dass alle anderen Leute, die mich gar nicht kannten, alle, auch ihr Handy rausholen. Die ganze Stadt hat sich um dich versammelt. Oh, jeder Mensch Gott. Hat sich rumgedreht. Ich habe nur immer so gehört, die Leute, die immer vorbei, was macht die da? Wie sieht die aus? Du hast die Werte bestanden, Bibi. Ja, danke. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, das hat einen Daumen hoch verdient, ja, oder? Dieser Einsatz. Eine Milliarden Daumen hoch. Ja. Können wir noch zusammen ein Foto machen? Ja, klar. Das war mir einfach so peinlich. Ich weiß nicht, ob ich gerade lachen oder heulen soll. Ey, das ist doch geschafft. Also ich bin stolz auf dich. Wirklich. Dankeschön. Seid ihr auch stolz auf mich? Wenn ja, dann zeigt mir das mal mit einem Daumen nach oben. Komm, darüber würde ich mich jetzt wirklich Daumen. Sehr freuen. Du gibst mir einen Daumen. Ich gebe dir einen Daumen. Dankeschön. Ja, meine Lieben, und das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und die ganzen Reaktionen der Leute konnten euch ein bisschen zum Lachen bringen. Ich habe davon ja gar nicht so viel mitbekommen. Okay. Ich muss mir das jetzt gleich erstmal reinziehen. Und ja, das war's mit dem Video. Ihr dürft mich gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Kostenlos und dann bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand. Außerdem verlinke ich euch natürlich hier und hier nochmal meine zwei allerletzten Videos. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und das war's. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft.